verstörende Musik. Ah, zu früh. Ja, super. Wenn ich da nämlich langlaufe und da oben raufzulaufen, dann werde ich stacheln. Jetzt fangen hier langsam diese ekligen Rätsel an, ja? So eine Schande. Das finde ich jetzt auch nicht cool. Ich auch Limbo spielen können. Ey, auch Limbo war ich ja schon durch. Übrigens erinnert mich das auch gerade an Limbo. Diese komischen Schwerkrafträtsel. So, wie jetzt, Mädel? Wie? Wie? Ach, das ist also so natürlich erst recht gar nicht, ne? Also das ist natürlich jetzt absolutely for the fail und so, ne? Also das geht so nicht. Puh. So, überlegen wir doch mal. Wie könnte das gehen? Gehen wir erstmal vorwärts. Dieses Level hat eine sehr seltsame Art von Schwerkraft. Das ist ja nicht das erste Level dieser Art. Das heißt, wir werden das schon schaffen. Hoffe ich. Denke ich. Glaube ich. Meine ich. Also, gehen wir einfach mal davon aus. So, und jetzt gucke ich mir das Ganze mal grüblerisch an. Oder auch nicht. Wenn ich darauf laufe, nützt mir das nicht so richtig viel. Aber wenn ich darüber laufen will, dann schließt es mich auf. Kann sie sich eigentlich ducken? Nee, kann sie nicht. Sie macht die Arme nach vorne, wenn ich das drücke. Hilft das? Das ist wirklich gerade ein bisschen scheiße hier. Ey, ich finde das echt jetzt gerade ein bisschen Mist, weil ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier hinspringen soll, damit ich da oben hinkomme. Oder muss ich erst da runter auf das Ding und von da irgendwie da hoch? Läuft sie dann da am Rand weiter? Ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung. Ich keine Idee mehr gerade. Na, geht doch! Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. So easy! Manchmal. Ui, schade. Das sah jetzt aber mal richtig gut aus, so. Jedenfalls der Anfang. Ja, wenn die am Entgegenkommen, ist das ein bisschen fieser, als wenn die von hinten kommen. Upsi, das war jetzt ein Schritt zu weit. Das geht zu weit, junges Fräulein. Nein, schade. Aber fast. Nein, auch nicht. Ja, hui, hui, cool. Ha, der war doch mal gut. Boah, wie schnell soll ich denn hier noch sein? Mann. Upsi. Was nu? Das weiß ich gar nicht. Ach, das ist das Level, was ich gerade geschafft habe. Ich glaube, jetzt habe ich aus Versehen irgendwie auf Map gedrückt. Am Levelende. Upsi. Upsi. Ups. Ja, wenn die von vorne kommen, ist das scheiße. Da sieht man ja gar nicht, wo die langfliegen. Also, wo die langfliegen, ist schon klar. Nämlich geradeaus, aber... Ah, nein. Hier ist ja der Weg zwischen zwei Dingensens viel weiter. Zwischen zwei Plattformen wäre übrigens das schwere Wort gewesen, das Raki gesucht hat. Ach, Mann. Eben hat es noch so geklappt. Was ist das denn jetzt hier? Fräulein Raki, das geht so nicht. Das müssen wir jetzt wieder ordentlicher hinkriegen.
Ach Mann, ich hab doch gedrückt. Das ist wieder so eins von diesen fiesen Spielen, wo man auch nicht aufhören kann zu spielen, weil man will ja jetzt das schaffen und so, ne? Ich muss da jetzt durch. Ich denke mir die ganze Zeit so, ich könnte ja mal langsam aufhören aufzunehmen, weil wir werden jetzt schon ganz schön viele Folgen auf einmal, aber ich kann nicht aufhören. I'm addicted to a walk in the dark. So, jetzt next level. Wieder in den Wald mit Katze. Ach du Kacke. Juhu, Geronimo. Ah. So. Nee, so ist falsch. So. Nee, falsche Richtung. Juhu. Und jetzt hier. Wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn da hochkommen? Wie soll ich denn da rüberkommen? Ach so. Ja, genau so. Mensch, war doch easy. Ach, ficken. Ich meine natürlich so einen, Das Problem ist jetzt, dass ich keinen Plan habe, wie ich da gerade hochgekommen bin. Und es jetzt irgendwie nochmal checken muss. Hier? Hopp. Nee, so war es nicht. Das Schlimme ist, wenn man es dann einmal geschafft hat, dann will man hinterher, macht man es nicht mehr so intuitiv. Also es ist nicht mehr so, ja, wird schon irgendwie gehen oder so, ich probiere das mal, sondern man denkt sich, wie habe ich das jetzt gemacht? Das ist ja auch schon mal schön, dass ich den jetzt mitgenommen habe. Ja, siehst du, sag ich doch. So habe ich es gemacht. Genau so. Und nicht anders. So, jetzt krabbeln. Ja, spring mal hoch. Spring jetzt nicht über dich drüber. Ah. Schade. Und das gerade, wo ich das Shiny-Ding hier mit eingesammelt habe. Das war ja auch so cool, dass ich das geschafft habe. Ja, schade. Diesmal nicht. Das macht schon tierisch Spaß, hier so rüber zu fliegen. Das ist einfach mal ein tierisch cooles Feeling. So, yay! Upsi. Ja, Geronimo. Oh, oder auch nicht. Lalala. Yay. Hoppala. Nee, das war zu kurz. Ups. Naja, immerhin habe ich den Shiny eingesammelt. Tralala. Das hat ja auch nur einmal geklappt mit dem Shiny hier, ne? Ups. Ja, so klappt es natürlich erst recht gar nicht. Yippie. Riechen. Rennen. Hüpfen. Nochmal hüpfen. Nochmal hüpfen und springen wäre noch eine gute Idee gewesen. Ach, schade. Upsi, was war das denn? So, tief durchatmen. Upsi. Hep, hep. So. Ey, springen sollst du. Du, Katze, du. Upsi. Nee, jetzt solltest du nicht springen. Ich glaube, das könnte jetzt so die Stelle sein, an der ich einfach mal für heute Schluss machen sollte. Oder auch nicht. Hui. Wenn man es dann doch wieder schafft, dann will man auch nicht aufhören. Hep, hep. Upsi. Ja, das war jetzt irgendwie doof. Yay, Geronimo. Ah, manchmal klappt das aber auch mit dem Springdrücken im richtigen Moment nicht so. Yay, hoppala. Ja, und manchmal sollte man auch einfach aufhören zu steuern. Hep, hep. Ups, ja, sag mal, das war jetzt echt doof.
Hupsi. Och, Leute. Hopp. 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 Oh, ui. Hopp. Geht doch. Ist doch gar nicht so schwer. Meine Güte. So, weiter. Oh! Das wird jetzt übel. Nee, das ist zu weit nach hinten gesprungen. Wow, WTF. Nee, das war jetzt wesentlich zu weit nach hinten gesprungen. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen... Upsi. Ja, hätte ich jetzt besser zurückspringen müssen. Ups. Nein, ja, hätte ich ein bisschen höher machen müssen. Ah, zu hoch. Och, zu niedrig. Da muss man aber auch echt teilweise ganz perfekt timen, was man hier so tut. Ah! Oh Gott, jetzt muss ich auch noch da über die Wand und... Och du Kacke. Ah, jetzt hätte ich zurücklaufen und springen müssen. Ah, nein, erst springen und dann laufen. Also, ja. Yeah. Dieses Vieh macht mich aber auch ein bisschen nervös da. Ah, nicht... Nein, nicht ducken. Springen. Ah, schade. Ah, ich habe aber auch Schiss vor dem Vieh da. Das ist echt scheiße. Dadurch springe ich zu komisch. Das gibt's doch nicht. Ja, dadurch springen hilft auf jeden Fall nicht. Genau. So macht man es dann gerade mal nicht. Jetzt habe ich auch langsam ein bisschen schwitzige Finger hier vom die ganze Tastatur anfassen. So. Finger wieder trocken.